Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu den Sims 4. Wir haben jetzt etwas vor. Gucken, ist er gut drauf? Er ist gut drauf. Dann reisen wir. Und zwar habe ich jetzt mal aufgemacht. Huch, da habe ich gegen das Mikro gehauen. Ich hoffe, ich habe es rausgeschnitten. Wenn nicht, habt ihr das gehört. Wir müssen nämlich zu einem bestimmten Grundstück. Aber welches Grundstück war das denn? Wo ist das denn? Ich glaube, das ist in der anderen Stadt. Ja, es ist in der anderen Stadt. Nee. Da müssen wir hin. Zum Mauerblümchenhügel und dort gibt es einen geheimnisvollen Baum, den wir uns doch mit dem Panthebutan mal anschauen werden. Mal schauen. Manu, jetzt hau ich wieder gegen das Mikro. Ich werde das wahrscheinlich nicht rausschneiden, es tut mir leid. Weil ich hier an meinem iPad rumfummle und dann komme ich immer mal ins Mikro. Ja, warum ploppt das denn immer auf? So, Mauerblümchenhügel. Hier soll es einen auffälligen Baum geben. Einen auffälligen Baum. Seltsam. Den müssen wir uns mal anschauen, den Baum. Baumida. Aha, ist ein Baum, auf dem wachsen komische Dinge. Man muss ihn sich mehrmals anschauen. Ich weiß nicht, wie oft mehrmals ist. Wahrscheinlich ist das immer unterschiedlich, deshalb steht überall nur mehrmals. Bewässern? Was? Dann sollst du nur anschauen. So, und dann müsste etwas passieren irgendwann. Ich bin mir ganz sicher, dass das passieren wird. Vielleicht muss ich ihn auch bewässern. Ich bewässere ihn gleich mal, nachdem ich ihn nochmal angeschaut habe. Wer bist du? Marco Niesen und Bruno Weber. Komm, bewässern wir den mal. Vielleicht freut er sich ja dann. Was macht der da? Hör auf, mit dem Kind zu reden, du Pedo Bruno. So, ansehen. Da müsste eigentlich was passieren. Aber es passiert noch nichts. Dann schauen wir ihn mal. Über Wurzeln plaudern? Mit dem Baum oder was? Also deine Wurzeln, ne, die sind ja so ein bisschen wie eine Mülltonne. Da holst du dir den ganzen Müll aus dem Boden und daraus wächst du dann oder was? Du bist ja ein komischer Baum. Das erinnert mich immer sehr an Mülltonnen, was du hier machst. Wer bist du denn? Nadja. Ansehen. Kompliment über Blätter machen. Okay. Hallo Saskia. Also deine Blätter, die sind wunderschön. Geh weg! Geh weg! Nein, wir reden nicht mit dir. Wir haben ja was vor. Erkunden. Geh weg! Geh weg, Saskia! Wir erkunden jetzt den Baum. Da ist nämlich eine Tür aufgegangen. Und Panty steigt in den Baum. Und was passiert jetzt? Ich weiß es nicht. Baumabenteuer. Dieser Baumstamm ist viel größer als erwartet. Es ist dunkel hier, aber irgendwie gar nicht beängstigend. Ein blasses Leuchten ist die einzige Lichtquelle und ein sanftes Plätschern das einzige Geräusch. Und dem Geräusch folgen dem Licht. Wir folgen mal dem Geräusch. Oh, ein richtiges Adventure hier. Wie bei den Sims Reiseabenteuer oder so. Wo ist das? Ich glaube, da war das. Bei den Sims 3, wo man auch so eine Art Text-Adventure dann machen konnte. Panty steigt weiter ins Dunkel hinab. Ein sanftes Plätschern sagt ihm, dass er in einen seichten Fluss gestiegen ist. Fluss abwärts gehen. Wo ist er denn nur gelandet, der Pantyputar? Panty folgt dem Fluss nach unten und hofft, dass er nicht in einem Abwasserkanal endet. Er wird auf einen ätherischen Nebel aufmerksam, der unheilvoll leuchtet. Natürlich gehen wir in den Nebel hinein. Wir sind ja mutig. Panty ist ja selbstsicher. Ja, der geht da natürlich in den Nebel rein. Keine Frage. Was
Was wird geschehen? Was wird als nächstes passieren? Der Nebel ist warm und angenehm, soweit man das von Nebel behaupten kann. Ohne Vorwarnung wird Panti herumgeschleudert und findet sich am Höhlenausgang wieder. Zurück zum Baumeingang. Bin ich falsch gelaufen, ja? Schade. Ah. Okay. Zur Waldlichtung reisen? Was? Reise ich jetzt irgendwo hin? Panti auf die Waldlichtung schicken? Ja, klar. Was auch immer das ist, wir gehen natürlich zur Waldlichtung. Mal gucken, was da so abgeht, ne? Das scheint also eins dieser versteckten Grundstücke zu sein. Computerfliegen. Oh, es ist schön hier. Alles so rosa. Schön. Was können wir hier machen? Können wir irgendwas pflücken oder so? Da können wir angeln, aber wir sind da. Ja, erstmal direkt am Handy, erstmal ein Instagram-Foto machen. Ey, ich bin auf der Waldlichtung, Alter. Voll krass hier. Gibt es irgendwelche Blumen, die ich ernten kann oder so? Hier kann ich angeln wahrscheinlich. Ja. Habt ihr keine Blumen? Ich hätte gerne irgendwie exotische Blumen oder so. Das wäre sehr schön. Aber irgendwie scheint es hier keine pflückbaren Blumen zu geben. Was ist das? Ach, da kann ich Frösche suchen. Da ist was. Birnenbaum. Oh, kann ich nur ansehen. Erdbeerstrauch. Und nichts, was ich pflücken ernten kann. Zurück nach Hause. Ja, dann müssen wir wohl Frösche sammeln, wenn wir sonst nichts tun können hier. Angeln sind wir auch nicht so toll. Wo ist er denn? Panti, wo bist du? Ach, da. Ja, dann such mal Frösche. Schade, ich dachte, hier gäbe es irgendwelche seltenen Pflanzen. Birnbaum ist eine wilde Pflanze, danke. Danke für diese Info. Kann ich jetzt was anderes mitmachen? Birnbaum ansehen. Erdbeerstrauch ansehen. Ist noch nichts gewachsen. Schade. Und dann suchen wir ein paar Frösche. Ein Sonnensurferfrosch. Geil. Hier war noch irgendwo Frösche zu sammeln. Da. Können wir noch mehr Frösche sammeln? Da haben wir, was haben wir da? Basilikumschrauben. Mann, ich will die ernten. Ich will das haben. Ich hätte das so gerne. Da können wir noch mehr Frösche suchen. Wir nehmen jetzt alle Frösche mit hier. Wir nehmen alles mit, was geht. Was haben wir da? Erdbeerstrauch. Gut, das haben wir schon. Aber Basilikum und eine Birne hätte ich schon gerne. Das kann ich leider nicht. Oh. Ich will Pilze. Ich will das alles ernten. Aber es ist alles nicht gewachsen. Rain hat 800 Surfer-Eierpflanzen. Was? Ist auch ein Surfer-Eierpflanzen-Frosch? Willst du auch nochmal Frösche suchen? Kann man dann hier auch Frösche suchen? Nee. Dann kannst du gleich nochmal angeln gehen. Und wenn wir da noch nicht waren, kannst du dann auch nochmal Frösche suchen. So, Rain, Fertigkeit aufbauen, schreiben. Das ist ja schade, dass die ganzen... Ein Wirbeleierpflanzenfrosch. Mhm. Dass die ganzen Bäume und Sträucher hier noch nicht gewachsen sind. Da muss man vielleicht dann irgendwann nochmal wiederkommen. Und dann sind die hoffentlich gewachsen und man kann die ernten. Weil Basilikum und Birnen wäre ja schon geil. Blocks. Kein Froschfang. Schade. Ach ja. Streifen wir durch die schöne Waldlichtung, wenn Rain zu Hause sein Schreiben ausbaut. Mal gucken, ob er irgendwas angeln kann, wenigstens. Oder ob wir da auch noch eine bessere Fertigkeit für brauchen, weil hier gibt es ja bestimmt irgendwie besondere Fische oder so.
Wir geben mal ein bisschen Gas. Na, sieht schlecht aus, wa? Panti kann jetzt an den entsprechenden Angelplätzen Barsche, Kois und Forellen fangen. Panti hat einen Apfel gefangen. Geil. Oh, den kann ich einpflanzen. Da habe ich einen Apfelbaum. Oh, geil. Warum fühlt sich... Ach, du musst mal. Panti hat einen guten Fang gemacht. Ein Salmler. Was denn? Geil. Kannst du nicht in den Busch pinkeln? Was sind da für Augen? Ah, ich drücke in die falsche Richtung. Kuhpflanzenbeere. Was ist das hier? Was... Gott, das sind Augen im Gebüsch. Nein, ich hab Angst. Was ist denn eine Kuhpflanzenbeere? Klingt interessant. Kann man das auch einpflanzen? Sehr unwohl. Ja, okay, komm, gehst jetzt nach Hause. Geht das auch so? Checkt der das? Oh, der Birnbaum ist fertig. Okay, wir werden irgendwann auf jeden Fall wiederkommen. Und dann auch die anderen Sachen da ernten, dass wir auch Birnen haben. Jetzt haben wir schon einen Apfel. Daraus müsste man ja eigentlich einen Apfelbaum ziehen können. Können wir unseren Garten noch ein bisschen erweitern. Mal schauen, mal schauen. So, Pantipota. You have to go to the toilet. And you have hunger. Erstmal verdorbenes Essen. Aber was macht Rainbird? Er schläft. Okay. Ja, das ist okay. Hat er seine Fertigkeit irgendwie verbessert? Schreiben? Nee, nicht wirklich. Ein bisschen vielleicht. So, das ist schon besser. Jetzt Hände waschen und verdorbenes Essen aussortieren. Gucken, ob da noch irgendwas da ist dann. Ja, ist noch was da. Dann kann er noch ein Gericht nehmen. Ah, ist ja gleich schon wieder viel besser, ne? Komm, iss auf. Mann, du isst so langsam, es ist unglaublich. So, ab ins Bett. Musik aus. Wann ist Arbeit? In 10 Stunden. Wann ist bei dir Arbeit? Morgen gehen sie wieder beide arbeiten, okay? So, können wir in der Zeit ja mal gucken. Hier, was haben wir mit den ganzen Fröschen hier? Surfer-Eierpflanzenfrosch. Selten. Selten. 100 Simoleons. Frösche züchten mit? Was? Hä? Jetzt haben wir hier einen Wirbel-Eierpflanzenfrosch. Kann ich jetzt mit einem Surfer-Eierpflanzenfrosch? Jetzt habe ich einen neuen Frosch gezüchtet. Wo ist der? Ach, da. Nee, hä? Das verstehe ich nicht. So, kannst erstmal essen. Da werde ich dich jetzt auch nicht dran hindern und dich nicht abbrechen dabei. Jetzt werde ich es tun, weil jetzt kannst du es mal verwenden. Danach kannst du mal aufräumen. Ach, weißt du was? Wir ordern uns jetzt mal eine Haushaltshilfe. Eine Männer-WG, die braucht auch mal eine Haushaltshilfe, die sich hier so um alles kümmert. Und außerdem finde ich interessant, was denn da so dann gemacht wird. Da brauchst du auch nicht mehr hier aufräumen. Für 40 Simoleons plus 20 Simoleons pro Stunde. Okay. Regelmäßige Haushaltshilfe. Gucken, wer das macht. Vielleicht macht das ja einer unserer erstellten Sims. Ob man die überhaupt noch sieht, wie das in Sims 3 war, ich habe keine Ahnung. Danke, dass du den Dienst hast. Der Hausmann scheint am Donnerstag um 10.05 Uhr. Ah, die kommt also gleich schon. Okay. Kannst du mal schnell duschen gehen? Panti muss auch gleich duschen. So, Panti geht jetzt duschen. Rainbird geht da raus. Dankeschön. Gehst du da raus, bitte? So, ja, ist ja schon weg. Und sie tanzen. Um 10.05 Uhr kommt das Hausmädchen, ja? Wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Sie tanzen durch den Sessel durch. Geil. Da kommt unser Hausmädchen. Max Hilgers ist unser Hausmädchen. Ja, dann mach mal hier sauber alles. Was macht der noch?
Was brauchst du? Sozial, Blase, kannst du auf Klo gehen. Jetzt auf Klo gehen. Was wollte der machen? Wahrscheinlich mittanzen. Genau, jetzt kann man im Stehen pinkeln, weil wird ja eh alles sauber gemacht. Was macht der jetzt? Ach, der räumt auch Bücher auf. Okay, schön. Bücher räumt er auch auf. Muss auch ganz schön awkward sein. Hier Müll bringt er raus, hier tanzen die zwei und er räumt währenddessen die ganze Wohnung auf. Ja, und da kann man sich auch mal donnerstags morgens um 11 Uhr beim Tanzen einfach mal locker unterhalten. Das ist überhaupt gar kein Problem. Sieht aus, als wäre alles fertig. Macht 61:0. Ja, danke. Tschüss. 3 Stunden und 2 Stunden. Kannst du mal ein Buch schreiben? Ein Kinderbuch. Hör auf zu tanzen jetzt. Schreib ein Kinderbuch. Fang es zumindest mal an, bevor du zur Arbeit musst. Wir müssen ja eh noch viele Bücher schreiben. Ist nie die zahme Schildkröte und andere Tipps für den Kindergarten? Nein. Nein, natürlich nicht. Wie kommt mein Bruder in Mama rein? Für Kinder, die immer schon mal wissen wollten, wie ihr Geschwisterchen eigentlich in Mamas Bauch gelangte. Eine Geschichte für Kinder ab 16, ja, ab 16. Und vielleicht schafft ihr sogar noch. Ja, unser Müll, der wurde gerade rausgebracht. Hast du das gesehen? Wir haben jetzt eine Haushaltshilfe, eine männliche auch noch. Nicht mal eine schöne. Ja, und die hat sogar unser Pissoir, ich meine unsere Toilette nicht mal sauber gemacht, was du ja halt mal als Pissoir benutzt, ne? Das hat die nicht sauber, der nicht sauber gemacht. Dabei habe ich da gelbe Pissflecken auf meiner Herzenunterhose. Aber die Musik ist schon geil. Die Musik ist geil, das muss ich sagen. Die ist schon geil, die Musik. Ja, ja. Ist schon eine geile Musik. Jetzt ein voller Teller, das wäre geil. Ach, ich finde das schön, dass sie das so gut verstehen. So, Arbeit. Ich nicht Sand noch, ich nicht Sand noch. So, Rain Sound. Rain kann auch fleißig arbeiten. Was macht er? Er tanzt, ja, kannst du aber tanzen. Show us your moves. Show us your moves, yeah, yeah, yeah. Shake it, baby. Shake it, baby. Ich glaube, so könnte ich auch noch tanzen. Also wenn das wirklich in der echten Welt als Tanzen durchgeht, das bekomme ich auch noch hin. Und so ein bisschen so rumstehen und ein bisschen wackeln, wie er gerade eben gemacht hat, das schaffe ich auch noch. So rumstehen sowieso. Jetzt wartet er, dass er endlich zur Arbeit gehen darf. Panti war bisher Amateur-Cyber-Athlet, doch seine Welt wird sich bald ändern, reden wir in Ewigkeit im Schlummerlich von Schlafzimmern und Kellern trainiert, dass Panti bereit, in die Welt hinauszugehen und von Angesicht zu Angesicht in schummrigen Stadien gegen andere Gegner anzutreten. Dies ist ein großer Moment. Nächste Beförderung Profispieler. Und hat er für die nächste Beförderung? Das kann ich gar nicht sehen gerade. Schade. Ja, er denkt schon wieder an Fast Food. Ja, so tanzen, dass das geht. So, komm, geht zur Arbeit jetzt. Kannst du mal freuen, dass sie mir irgendwie Musik ausmachen, oder? Ach, Dina. Pantiputas arbeiten. Du kannst ja jetzt gerne 2-3 Stunden vor der Tür rumstehen, aber Pantiputas auf der Arbeit. Und diese Folge wird beendet. Da denkst du am Flugzeug. Ach, könnte ich dem Panti doch hinterher fliegen. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei den Sims 4. Macht's gut. Tschüsschen.